Ja, moin moin Leute, willkommen zurück bei Dead by Daylight. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Oh, guck mal, da vorne ist schon eine Laterne. Wir sind mit Misha unterwegs. Es gibt vier Laternen, denn ich habe ein Offering gedroppt und einer der Survivor hat noch ein Offering gedroppt. Und ich habe eine Daily Quest mit Misha. Ich soll heute Leute stalken. Und das mache ich als Misha natürlich liebend gern. Ah, die sehen mich leider schon. Oder? Ah, sind schon weggerannt. Da rennt sie. Hey, Mac. So, dann werden wir sie erstmal stalken. Also, ich habe den schlampigen Schlachter und Tana dabei. Ich habe Bohren und Zuschlagen dabei. Und ich habe Barbecue dabei. Und wir sind mal gespannt. Ja. Wir sind mal gespannt, wie es laufen wird, ja. Okay, ist wieder zurück. Hallo. Jetzt kriegt sie mal den Hit. Das ist ja schön, wenn man so lahmarschig noch ist als Micha und die Leute dir reinrennen. Dann kannst du sie wenigstens mal erwischen. So, da hinten müssten noch mehr Leute sein. Ach, die rennt weiter. Tatsächlich, okay. Ja, die erwischen wir. Okay, nice. Leute, da haben wir die erste Person. Ziehen wir mal direkt hier hoch und kommt hier vorne ran. Weil ich glaube. Ah, hier wird noch fleißig dran gearbeitet. Die Nias sind noch da. Dankeschön. Ist noch eine zweite Nia eigentlich hier, soweit ich weiß. Mal eben hier rumgehen. Nee, okay, ich sehe sie nicht. Dann folgen wir der anderen. Falls wir sie dann sehen. Ja, guck mal da. Alles klar. Hab's doch gewusst. Ach, die Nia war das tatsächlich. Ja, danke fürs stalken lassen, Nia. Okay, an dem Haken war. Das ist nicht ihr Ernst. Das ist doch nicht ihr Ernst. Okay, die andere lasse ich entkommen. Leute, ich weiß nicht, was mit den Survivern los ist in letzter Zeit. Ich kann es euch nicht sagen. Ich meine, die ist doch jetzt selber schuld gewesen. Die ist doch total blöde gerannt. Einfach direkt abgehangen, obwohl sie verletzt war. Und dann disconnected sie. Also, ich weiß, ich wiederhole mich, aber ich hoffe immer noch, dass die Devs da mal ein bisschen was dran machen. Dass da mal ein bisschen was. Hallo! Na, und die andere hat's gedroppt. Das ist gut. Das ist super geil. Ja, Sprintboost. Ja, war klar. So, dann stalken wir. Das ist die Obsession. Oh, die ist hier immer noch. Okay. Ich nehme das mal weg. Also, die Obsession ist hier. Da würde ich natürlich jetzt ungerne direkt eskalieren. Ah, ich kann mich aber nochmal. Nee, ist zu weit weg. Alter Vater. Okay. So. Wo ist denn die andere hin? Die andere haben wir ja schon verletzt. Vielleicht können wir die eher finden. Hier ist sie noch. Wo ist sie hin? Ist zum. Ah, hallo. Hey, Nia! Und die leuchtet sogar so schön, Leute. Oh, nice. So, da ist der erste Hit. Ich will jetzt gerade noch nicht eskalieren. Weil ich natürlich dann den Strike wahrscheinlich fressen muss. Schaffen wir, oder? Ja, und dann kommt sie sogar in den Keller. Oh, Sekunde. Na, ich dachte gerade, da wäre noch jemand. Okay, ich weiß nicht, ob die andere Böller oder sowas hat. Sieht nicht so aus. Okay, ich sollte dann probieren, so ein Gefäß zu finden. Es ist natürlich die erste hier am Haken dran. Da hinten ist noch jemand. Geh aber mal eben hier raus. Da hinten waren ja ein paar Gefäße. Mal schauen, ob ich eins finde. Nee, das ist es nicht. Wo waren das andere noch? Shit. Ha! Man muss sich echt merken. Wow. Das ist mal interessant. Jo. Also, du kannst von mir aus weggehen. Ich werde es nicht schaffen. Ich muss eigentlich viermal das Stalken erhöhen. Sieht aktuell nicht so aus, dass ich das schaffen würde. Hatte sie auch so ein Dingens dabei? Dann muss die Nia das Gefäß sein, was da hinten links ist sonst. Sei denn, sie ist da direkt gespawnt. Mal gucken. Das Gefäß da jetzt.
Nee, ist auch nicht. Verdammt, okay. Dann gehen wir nach da hinten und gucken, ob die Nia gerade noch am Gen arbeitet. Ah ja, die ist noch hier. Na, meine Süße. So, interessanterweise hat sie tatsächlich sogar den Sprint-Boost dabei. Gut, dann haben wir dich jetzt erwischt. Die hat den Strike, Vorsicht. Ajo. Direkt hinterher. Jetzt ist der Strike zumindest weg. Und wenn wir sie erwischen, wissen wir ja, welches Gefäß es sein wird. Hoffe ich zumindest, dass wir es wissen. Da kommt sie. Dankeschön. Ich meine, die sind jetzt auch nur noch zu dritt, ne? Ist halt die Frage, wie ernst wir da noch spielen sollten überhaupt. Dankeschön. Na siehst du wohl, die Nia arbeitet fleißig mit. So, da wir jetzt schon wissen, dass ihr Strike weg ist, würde ich sagen, auch sie kommt direkt in den Keller rein. Wir sind gleich nicht mehr Stufe 3. Leider. Ach, das ist nicht euer Ernst. Naja gut, okay. Stalken wir uns mal eben hoch. Da heilen die sich einfach hier unten drin. Wow. So, kommt die andere jetzt? Kommt sie nicht, okay. Gut, die erste ist tot, die zweite lässt sich sterben. So, ich würde schnell nochmal das Gefäß dann gerne zerstören für die Bonusblutpunkte. Das muss jetzt ja ihrs gewesen sein. Ha! Aber es ist nicht mehr rot, weil keiner mehr am Haken hängt. Das gibt's nicht. Die Sausäcke. Ah! Weil die sich haben sterben lassen. Naja gut, okay. Letzte Person ist hochgeheilt. So, wo ist sie? Ich bin noch auf Stufe 3. Für eine gewisse Zeit. Nia. Wir hatten 3 Nias übrigens. Oh Mann. Ja gut, schade, dass die eine hat, sich jetzt hat sterben lassen. Ach, hier wäre das andere Gefäß gewesen. Verdammt. Ah, das ist jetzt natürlich ärgerlich. Ich wusste ja, dass ich da irgendwann schon mal dran vorbei bin. Können das hier nochmal zurückstellen. Also die Luke müsste ja da sein. Ja, schade, dass die eine sich hat sterben lassen, ne? Ich meine, ich hätte ja nicht geslackt oder so. Ich habe ja ganz normal aufgehangen. Wäre weggegangen, hätte gerne das Gefäß zerstört. Hätte sie nochmal abhängen können. Aber ja, die waren im Keller. Also gerippt worden wären sie wahrscheinlich eh. Da ist das letzte Gefäß übrigens runtergenommen worden von ihr. Ich habe sie nicht gesehen. Was ist das denn? Ein Stück von der Palette oder was? Aber sie ist jetzt nicht auch in den Keller wieder zurück, um irgendwie ein Item zu holen oder sonst was. Nope. Man weiß ja nie, ey. Stehen die da in der Ecke und geiern da rum. Also einmal müsste ich halt noch eskalieren, weil ich glaube, ich musste 4-mal meine Stufe erhöhen. Meine Güte, wo ist die denn? Findet die ich wollte schon sagen, findet die Luke nicht oder was? Ja, GG. War natürlich ein bisschen doof, dass der eine da so schnell disconnected ist. 10 Punkte habe ich jetzt nur bekommen, weil 5 Überlebende an den Haken rangebracht. Also als Killer, ich habe das Gefühl, dass man als Killer nicht so viel bekommt wie als Survivor. Obwohl gut, wenn du als Survivor nach 2-3 Gens raus, aber selbst wenn du nach 3 Gens rausfliegst, hast du auch schon deine 12 Punkte, ne? Und wie gesagt, mit den 25, die da irgendwie so ein bisschen verbuggt waren, keine Ahnung. Die 3 habe ich jetzt gar nicht bekommen. Aber es ist auch ein Rätselraten, gerade am Anfang, wenn viele Survivor noch unterwegs sind. Und die eine ist disconnected, habe ich auch nicht vergessen. Haben wir 5 Leute jetzt festgehakt. Naja, die Runde ist vielleicht nicht ganz so aussagekräftig mit plus 10 diesmal. Gut, okay. GG an die Survivor. Gab jetzt irgendwie nicht mehr so viele Blutpunkte natürlich leider. Ah, disconnect am Anfang. Wie gesagt, ich verstehe nicht, warum sie da disconnected. Das ist wieder plus 2000. Wofür habe ich die bekommen? Fürs Festhaken oder wie? 400 für jeden Haken, den man bekommt? Sieht so aus, oder? Schillern, 2-mal Gold, Silber. Läuft, würde ich sagen, Leute. Läuft. Gut. War trotzdem ein bisschen schade. Hätte ich mir ein bisschen mehr erhofft. Aber der Micha ist halt ein wahrer Killer, Leute. So, dann bin ich raus. Danke fürs Zuschauen. Viel Spaß beim Event, Leute. Wir sehen uns in-game. Macht's gut. Ciao, ciao.